Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Westwood Chills Map mit dem Dennis. Hallo. Den Doc. Moin. Den Guten. Jo, hallo. Den Randy. Hallöchen. Und ich glaube, der Rocktox ist auch im Chat dabei. Jo. Ja. So, back to business. Wir wollen weiter Kartoffeln ernten. Wir müssen Feld 11 ernten, da ist Raps. Wir müssen Feld 9, Feld 10, Feld 21 ansehen. Und wir haben eine große Nachfrage für Raps. Und zwar 1300 und wir haben 335.000 im Lager. Kurz als Zusammenfassung, Doc und Guten ernten Kartoffeln. Ich und Dennis sehen an, Randy fährt ab und Rocktox macht die Soundbar. Muss ich was sagen, habe ich gerade gar nicht angeschaltet, das Soundboard. Rocktox macht keine Soundbar. Genau. Du darfst das dann halt selber sprechen und so. So. Oh Gott, wir werden alle sterben. Also wir machen Gerste, Dennis, ja? Okay. Alles klar. So, na dann, starten wir halt mal. Hauptsache, ihr macht beide das Gleiche. Ach so, und ich soll euch sagen, Randy und Tino sind cool. Wer hat das gesagt? Das ist eine Lüge. Hat irgend so ein komischer Typ da, wie heißt denn dieser seltsamen Abonnent, genau, der hat das in die Kommentare reingeschrieben. Und ich muss dir leider mitteilen, dass du 0 Abonnenten hast. Aber ich wollte meinen Kommentar lesen. Ja, das müssen wir mal ganz dringend ändern, Leute. Also abonniert mich, favorisiert mich, subtrahiert mich, was weiß ich was. Ach, so, ich habe mehr als 0 Abonnenten. Ja. Ich habe 2. Aber mich würde mal interessieren, Doc, wie viele Abonnenten hast du denn jetzt? Oh Gott, Moment. Beziehungsweise, schaltest du wieder frei irgendwann, oder? Was? Schaltest du wieder sichtbar irgendwann? Also, dass Doc 0 Abonnenten hat, stimmt natürlich nicht. Doc hat einfach nur die Abonnenten, also dass man die Abonnenten sieht auf seinem Kanal, ausgeschaltet. Das ist der ganze Hintergrund. Momentan übrigens auch. Also, momentan sind es tatsächlich 957. Ah ja, also in 43 Abonnenten ist Party. Genau, und in 43 Abonnenten wird das auch wieder eingeschaltet. Ah ja, super. Ja, oder beziehungsweise in 42, bei 999 schalte ich sie ein. Ah ja, und dann ist Party. Dann ist Party. Machst du einen Screenshot von den 1000. Dann rennen wir alle nackt vor Stocks Bude. Ja, natürlich, klar. Und der nackte Doc hinterher, das möchte sich keiner von euch vorstellen, nein. Der Doc jagt uns nackt. Kannst du ein Stück zurücksetzen, Dennis? Weil wir Entschuldigung, ich hab nicht weit genug ausgeholt. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Gut, danke. Mach's Wunschbar besser. Diese komischen Hügel hier. So, ich hab wieder mal gar nichts. So, ansonsten gibt's bei euch irgendwas Neues? Ich kann hier nicht gerade ausfahren. Gibt's doch nicht. Der gleitet immer zur Seite weg. Ja, ja, deswegen dem Hang. Also, Doc macht gerade Erdäppeldrift. Ja, passt genau. Schon. Mittlerweile hast du ja die Kurve noch gekriegt. Jo, ich hab gerade noch so die Kurve gekriegt da. So, ich muss gleich mal eben zur Tankstelle. So, darf ich vorstellen, Unterbrechung Nummer 1. Wer hat unterbrochen? Meine Mutter. Ja, ja. Wer sonst? Aha. Schönen Gruß an die Mutter von Dennis. Ja, genau. So langsam kannst du uns an alle Mütter. So langsam kannst du uns mal vorstellen, so oft wie die in der Aufnahme ist. Ja. Irgendwie komme ich mit dem Megaprojekt, ne? Ja. Irgendwie komme ich mit dem Xerion nicht klar. Andauernd 9 km/h guten. Andauernd macht da was, was er nicht soll. Genau, das sage ich auch. Das Ding ist ganz komisch. Das Lagerhaus wird da nochmal gut. Das Ding ist getuned. Das Lagerhaus, war das nicht da hinten bei Feld 8 da in der Ecke? Ja, bei den kleinen Feldern da. Gute Frage. Naja, wo die kleinen Felder 5 und 6 ist, da ist Dingens, da ist der Bahnhof. Ja. Wir haben doch irgendwo eine Karte gehabt. Irgendwer hatte doch eine Karte. Ja, auf jeden Fall, so ein Abkippsymbol blinkt gelb. Ich denke mal, das ist wo eher, das wo die Nachfrage mal wieder entsteht. Ja, oder? Da kannst du von ausgehen, da wir alles alle. Das ist ganz hinten im Norden, in der Mitte da. Alles klar. Hinter den großen Feldern. Da weiß ich, wo es lang geht. So. Ja, ob was Neues gibt. Ja, du kannst dir mal anschneiden, warum wir heute mal wieder gästelos sind. Ach so, ja, wir hätten einen Gast gehabt und zwar den Jonas. Ich weiß auch nicht, warum in letzter Zeit. Ich habe zum Beispiel für heute 3 Gäste eingeladen. Ich habe für Sonntag 3 Gäste eingeladen, weil irgendwie keine Antwort mehr kommt. Der Jonas war der Einzige, der für heute zugesagt hatte.
Der kann leider, konnte leider nicht mitspielen, weil der hat sein Titanium-Add-on nicht gepatcht und konnte es auch nicht mehr patchen, weil ja, die Downloadrate schon begrenzt war. Der Key ist halt abgelaufen irgendwie. Ja, so, das heißt, von Jonas war das dann quasi auch eine ziemlich kurze Vorstellung. Er war halt mal kurz mit dem TS, naja, gut. Für Sonntag hat auch schon jemand zugesagt, die Aufnahme. Und ja, aber auch nur einer von dreien, also ja, keine also Ahnung. Ich finde es halt reichlich unfair, Freunde, dass ihr als Zuschauer, ihr bewerbt euch und dann sagt er noch nicht mal ab, wenn er dann doch nicht könnt. Andere Leute sind richtig geil drauf mitzuspielen und die sitzen dann da. Ne? Ja, ich sehe das Problem so ein bisschen darin und zwar die Leute, die ihren Kanalnamen, die einen YouTube-Kanal haben, haben den Namen angegeben als Kontaktinformation. So, die sollten dann vielleicht auch mal in ihrem Posteingang gucken, ob sie dann eventuell mal eine Nachricht bekommen haben. Ja, eben. Weil das kam jetzt ja auch schon ein oder zweimal vor, dass halt so eine Entschuldigungsnachricht kam. Ja, hab ewig nicht in den Posteingang geguckt. Wenn ihr euch aber bewerbt und gebt den Kanalname an, dann müsst ihr auch mal in den Posteingang gucken. Ja, beziehungsweise also schaltet BGA? Beziehungsweise schaltet schaltet einfach die E-Mail an, dass ihr quasi per E-Mail benachrichtigt wird, wenn euch eine PN geschickt wird auf euren Kanal, weil ich denke mal, so viele werden es ja nicht sein. Ist auf Feld 8 irgendwie Party, weil das blinkt? Das ist in der Versteigerung. Also, okay. Ja. Könnte man ja vielleicht mal drauf bieten. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir momentan haben. Hab mich über 9.000 etwa. Gut, ich denke mal, Felder kaufen lohnt sich nicht mehr, da ja das bei mir zumindest schon mal der Samstagspart ist, bei den anderen sieht es ja etwas anders aus, aber ja, ist bei mir auch. In 6 Tagen, quasi 6 Folgen kommen noch auf dieser Map, und dann ist ja der Livestream und dann ist ja auch der Mapwechsel auf die Modified. Egal, ja. Einfach kaufen. Müssen wir mal schauen, wer da jetzt eigentlich alles noch mitmacht. Alle bis jetzt? Ich weiß es nicht ganz, weil ich habe ja das schon gehört mit den Schäden und so. Die kaputt gehen Angst? Kann. Ich hab Angst, ganz ehrlich. Ich hab Angst, dass ich auf der Gamescom einen auf die Fresse bekomme von Andy und McManius. Ach, 2 Millionen Landwirtschaftssimulator gekostet. Und vor allen Dingen, wir wissen. Ja, dann geht das. Vor allen Dingen, RockTox, wir wissen jetzt auch, wie du aussiehst. Ja. Gut, Randy wusste es eh schon. Ja, habe ich und, schon gedacht. Und RockTox, auf der Gamescom, Bier ist, da gibt's nur Kölsch. Also von daher brauchst du dir keinen Gedanken machen. Ja. Da wird Randy selbst das nicht haben wollen. Das ist wie Wasser. Ja, für jeden. Ja, er kann mir ja trotzdem eine reinhauen, weil es sauer ist auf mich. Ach. Und dann lege ich mich noch mit Sack Security an oder was? Also, lass mal die. Was für eine Sack Security? Sack, also SEC Security. Das, die sind da, die da für Ordnung sorgen. Die sehen noch nicht aus, wird aber. Das nicht jedes Jahr neu vergeben? Nee, ist das jedes das Jahr dieselben? Ich glaube, Sack Security sind jedes Jahr aufs Neue dort. Das klingt irgendwie falsch. Ja. Sack Security. Deck. Allein schon der Name, sind das Messe-Babes oder was? Es ist ja kein X, es ist ja ein C, Sack. Achso, ich hab mich verstanden. Das könnten wir vielleicht dazu sagen, bei was gibt es Neues? Was du vorhin angesprochen hast, ich war ja bei GameStar. Ja. IDG, bei manchen Games-Ding, da habe ich eine Mail vor ihm bekommen. Und zwar wollen die mein Video, das ich produziert habe, auf ihre Homepage setzen. Von Making Games. Mhm. Schön. Ja. Dann mach das mal. Ja. Das Interview mit Nino war schon recht interessant. Ja, die Qualität war da nicht so super, aber naja, die Kamera. Ich wollte gerade sagen, die haben da Kameras, die kosten 10.000, die hatte da eine, die kostet vielleicht 500. Das ist ja klar. Ja, also ich habe schon mal nachgefragt, die Kameras kosten 2.000, 500, aber so in der Art. Das sind schon teure, die Dinge. Ja, da geht ein bisschen mehr, ne? Aber das neue Video, was du jetzt heute veröffentlicht hast, heute, wo wir das aufnehmen, am Donnerstag also, mit dem Making Games Event und so, finde ich richtig, richtig geil. Schön geschnitten und schöne Interviews und so, also lohnt sich echt, sich das anzugucken. Und vor allen Dingen, liebe Zuschauer, wer von euch Interesse hat, halt in der Games-Branche zu arbeiten, Spieleentwickler zu werden oder irgendwie was anderes in dem Bereich zu machen, schaut euch mal das Video an, vielleicht macht euch das ja Appetit. Ja, das war sehr interessant. Also was ich schade finde, wir haben auch noch einen 40-Minuten-Beitrag von Heiko Klinge aufgenommen. Das ist so eine Art Präsentation. Die durften wir leider nicht veröffentlichen, aber die war auch extrem lustig. War ein paar coole Kommentare. Da hattet ihr, glaube ich, nur so einen kurzen Lautlos-Stück, oder? Wo der da vorne steht und erzählt. Ja, richtig, genau. Warum sollte das nicht veröffentlicht werden? Vorgaben von IDG.
weil einfach das ganze Event ja kostenpflichtig war. Mhm. Und es dann hieß, ja, nee, es wäre unfair den Leuten gegenüber, die gezahlt haben, aber ich durfte den Radiobericht so ein Minutenstück reinschneiden. Was? Der kommt am Sonntag. Rechts vor links? Ach, was? Mehr PS hat Vorrang. Nee, da geht's eigentlich darum, dass er so eine Anekdote erzählt von, ich glaube, Drakensang war es online. Darum ging's darum, ja, Spielentwickler haben Spoiler keine Freizeit. Spoiler doch nicht mehr. Alles. Ja, nicht spoiler, nicht spoiler ich nicht. Spoiler ich nicht, okay. Gut. Genau, hört euch den Radiobeitrag an, weil das Video kommt bei RockTalks nämlich auch auf dem Kanal. Also beziehungsweise als Video kommt der Radiobeitrag auch auf seinem Kanal. Genau, dann, wie immer. Wenn ihr die Anekdote hören wollt, dann müsst ihr da halt euch das angucken. Auf Feld 9 sehe ich auch noch was. Also soll ich da auch noch mal Gerste ansehen, oder? Kannst du machen, ja. Gut, dann. Ich dünge jetzt gerade hier noch das Feld, was wir angesät haben. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so 25 Jahre oder 20 Jahre jünger wäre, ich wüsste, was ich machen würde. Making a Games Event fahren, ja, oder wie? Ja, Hotel beziehungsweise so. Halt, also mich hat echt erstaunt, dass so viele Entwickler erstmal im deutschsprachigen Raum sitzen, ne? Dass es da wirklich sehr, sehr viele gibt. Klar, okay, also gibt es halt einige, die machen so Browser-Games und Handy-Games. Ist vielleicht nicht für jeden das Ding. Also, dass man da irgendwie so ein neues GTA oder sowas entwickeln wird. Das wird hier in Deutschland wahrscheinlich erstmal nicht stattfinden. Aber dass es doch recht viele sind und dass die auch sehr, sehr viele Leute suchen eigentlich. Ja, also es war eine Firma da, ich glaube, das war Good Games, die gesagt haben, die haben sich kurz vorgestellt, ja, wir sind die Leute von Good Games, wir sind zurzeit 500 Mann und wir wollen bis Ende des Jahres 1500 sein. Was? Ja. Okay. Haben sie öffentlich gesagt. Und wir suchen alles. Das ist ja Wahnsinn. Na, also, und du musst ja nicht unbedingt jetzt Programmierer sein. Aber guckt euch einfach das Video an. Die haben die ganzen Branchen genannt, was sie da brauchen und so. Und also, ja, du musst also halt nur geil auf Spiele sein, einfach. Ja, größtenteils. Und das ist das Wichtigste. Es gibt eigentlich für alles was. Also. Oder steigt ins Free-to-Play-Geschäft, Alter. Können die erreicht werden ohne Ende. Jo. Naja, oder ja, so doch, eine, Business Insider hat jetzt erstmal über irgendein Dings hier wieder irgendein Free-to-Play-Spiel veröffentlicht, das setzt am Tag durch Inkäufe Umsätze 658.000 US-Dollar. Am Boah. Tag. Umsatz. Man könnte auch einfach eine zweite Get-Rich-App machen, die kostet dann auch noch, die kostet auch 30.000 Euro und man kann dann da einfach nur einen Get-Rich-Button klicken. Die wird ja auch ein paar Mal verkauft. Ja. Wer weiß, aber wie gesagt, die Free-to-Play-Spiele, die nehmen teilweise auf ihrer gesamten Laufzeit mehr, ey, was weiß ich, wie jetzt diese AAA-Dinger wie GTA oder so. Ja. Es ist schon aber interessant. Oder hier dieses komische Candy Crush, was da jetzt immer mal wieder an den Schlagzeilen ist. Ja, ja. Was die alleine tagtäglich da, was die da tagtäglich an Umsatz machen. Ich glaube, irgendein Ami hat da mal in einem Monat 4.200 Dollar oder so dafür ausgegeben. Ja, da kann man schon gut damit leben. Ja. Diese Apps, die verkaufen sich wieder nicht. Ja. Oh, vor allem, was ich so gemerkt habe, bei Apps ist es teilweise bald so, je weniger Arbeit man reinsteckt, desto beliebter und Geld so eindringender werden die. Ja, wie zum Beispiel jetzt das Flappy Bird, das jetzt aber aufgehört hat. Ich finde, das hat ja ein Mann programmiert. Ja. Hat genug Umsatz gemacht. Das Geile ist, wenn du jetzt bei eBay reinguckst, da gibt es teilweise Handys, also iPhones, mit diesem installierten Ding drauf, das wurde für 14.999 Dollar angeboten. Also. Nur weil dieses Scheißspiel da drauf installiert ist. Ja, klar. Weil es nicht mehr gibt. Richtig. Ja, gekauft hat es keiner, beziehungsweise wurde irgendein Preisvorschlag wurde akzeptiert. Aber vielleicht noch 2000 oder sowas hat er dann gekriegt. 2000? Mein 2000 über Gebote. Trotzdem, das so, ist nicht normal. Wenn man einfach mal Arbeit und Verdienst vergleicht, so wie jetzt eben auch diese Get-Rich-App, da hat das ist eine Grafik und ein Button. Und du kriegst dann, die wurden ein paar Mal verkauft. Hey, wir haben gerade unsere ersten Kartoffeln im Lager. Ui. Yeah. Endlich. Ein bisschen mal Motivation. Wenn man da mal so überlegt, ob man da... Von daher bei solchen Apps, da ist Geld für und Arbeit da in einem ganz komischen Verhältnis. Das war damals, das ist ja auch ähnlich, das ist ja auch in der Filmproduktion. Es war ja damals dieser eigentlich extrem Low-Budget-Film hier, Blair Witch Project, der ist ja auch ziemlich eingeschlagen. Kenne ich gar nicht. Aber ich kenne auch keine Filme. Also ich bin da sowieso der falsche Ansprechpartner. Ja, nee, aber Blair Witch Project zum Beispiel wurde ja alles aus so einer Kameraperspektive gedreht. Wie wenn halt, wenn du quasi rumläufst und die Kamera hältst. Also mit so einer ganz einfachen Kameraführung und so weiter. Und
Ja, der Film war richtig gut und ist auch richtig gut angekommen damals. Das war was komplett Neues und das war echt eine Low-Budget-Produktion gewesen. Kauft man sich für 200 Euro eine GoPro und läuft durch die Gegend. Ja. Ja, aber meinst du jetzt nicht eher Paranormal Activity? Nein, Blair Witch Project. Blair Witch Project war damals das erste. Das war das, wo die in dem Wald waren, wo die dann auch komische Geräusche gehört haben und so weiter. Einer nach dem anderen verschwunden ist. Und das ist Paranormal, das ist ja im Endeffekt gleich, das ist ja Low Budget, na trotzdem, jedenfalls der erste hat eingeschlagen. Richtig krass, ja. Meine gut, die anderen Filme von. Aber die sind aber auch gruselig, oder? Naja, wie gesagt, der erste ging so nach, ich glaube jetzt dieses Jahr kommt der 5. oder der 6. raus, der wird doch irgendeine Vorgeschichte von der Vorgeschichte erzählen. Aber dieses ist, Paranormal Activity, also boah, ich finde das total gut. Ja, ehrlich, man weiß schon, man kann sich ja darauf einstellen, ja, es sind wieder solche Stellen, wo es mal kurz knallt. Also man kann sich da schon ein Bild drauf einstellen, aber natürlich, die Momente sind immer gut gewählt. Der erste, der war schon gar nicht so verkehrt. Ich meine, es gab damals ja von denen auch Chernobyl Crisis, das war auch von den Paranormal-Machern. Weil es darum ging, dass irgendwo eine Gruppe einen Ausflug nach Tschernobyl gemacht hat und dort irgendwie mit ihrer Karre nicht mehr weg kann und da halt übernachten mussten, dass da wo sowas. Der war nicht verkehrt, der hatte bloß eine Einstufung ab 16, was Paranormal im Allgemeinen ja auch hat. Man sieht ja nicht viel, das ist ja so das Problem. Ja, das ist also, man sieht eigentlich bei Paranormal Activity, sieht man eigentlich gar nichts, außer aber es ist unglaublich wirklich gruselig gemacht. Also meine Mutter guckt sich das heute nicht an. Nee, also ich hab den auch. Ich bin da ehrlich, ich zieh mir da echt die Bettdecke über den Kopf. Also ich hab da letztens, kam glaube ich Teil 3, kam im Fernsehen oder so. Und da liegst du da so im Dunkeln, wir haben ja unser Schlafzimmer im Dachgeschoss, riesengroßes Schlafzimmer, großer Raum. Und gegenüber ist so die Tür, weißt du, und ach nee, ich weiß nicht. Und das siehst du, das Schlimme ist, du siehst ja alles aus dieser, aus so einer Kameraperspektive halt, von so einer stinknormalen Cam, die da überall in dem Haus aufstellt. Und das ist wirklich, gruselig. Keine Ahnung, ist gut gemacht. Auf jeden Fall. Wenig Einsatz, viel Gewinn. Aber wir sind bei 17, 12 sind. Na, dann haben wir es doch schon wieder, Mensch, liebe Freunde. Ja, aber natürlich, Dino. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Schaut natürlich auch bei den anderen auf dem Kanal vorbei. Deren Verlinkung findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.